Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Heute wieder 100 Packs in Season 7. Ich bin gespannt, was alles Schönes bei rauskommt. Ich gehe aber davon aus, dass ich eine Menge Crafting-Material wieder ziehen werde, weil ich schon eine Menge Pack Openings gemacht habe, wer die meisten verpasst hat. Ich versuche mal, das ein oder andere Pack Opening euch hier noch zu verlinken, wer das nachträglich noch sehen will. Noch bevor es losgeht, ein bisschen Eigenwerbung. Die meisten von euch wissen, dass ich Aim-Controllers Partner bin. Ihr kennt die Dinger wahrscheinlich, die sehen so aus, mit schönen Pedals und so weiter. Und ich habe durch den guten Old McMorris, den viele von euch kennen, erstmal gehört, dass es mit dem Code Casper10, ich wusste es tatsächlich selber nicht, statt 50 jetzt aktuell 60 Euro Rabatt gibt ab einem Bestellwert von 149 Euro. War mir nicht bewusst. Es könnte sein, dass das limitiert auf eine bestimmte Zeit ist, weil es gerade eine Herbstaktion gibt, wo man 55 Euro spart, also ab 149 Euro mit dem Code Casper10 60 Euro statt 50 Euro sparen, ist noch viel, viel geiler, wer da zugreifen will. Ich weiß nicht, ob die 60 Euro jetzt für immer stehen, ich muss mich da auf jeden Fall nochmal informieren, wer da Bock drauf hat. So sehen die aus, wirklich sehr, sehr geil. Ich fange jetzt endlich mit dem Pack-Opening an und höre jetzt auf zu labern. 100 Packs stehen an und ich bin gespannt, was wir alles ziehen. Ich werde wie immer nicht jedes Pack kommentieren. Ich habe noch ein legendäres Pack, wie ich hier gerade sehe. Und ziehe direkt mal einen Revenant-Skin, der sehr, sehr geil aussieht. Kamera richtig eingestellt, das sollte auch alles passen. Wie gesagt, 100 Packs an der Zahl sind es. Ich werde eine Menge Crafting-Material wahrscheinlich ziehen. Gehe ich davon aus, weil ich glaube, das ist schon, ich habe keine Ahnung, ich habe bestimmt schon 6 oder 7 100 Pack-Openings gemacht. Wenn nicht sogar noch mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich echt schon eine Menge Stuff gezogen. Deswegen gehe ich hier davon aus, dass es viel Crafting-Material sein wird. Und werde deswegen auch natürlich nicht alles kommentieren, sondern wirklich nur das, was interessant ist. Ohne dass ich zu viel labere. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von Horizon ziehe, weil das wirklich mein neuer Main ist seit Season 7. Ich habe es jetzt ausgiebig getestet und ich finde Horizon ist einfach eine absolut geile Legende. So, ja, Kamera ist nicht im Weg. Achso, übrigens nochmal zum Hintergrund. Ihr wisst ja nun, dass ich mein Gaming Room umgebaut habe. Ich habe jetzt schon 5 Arbeitstage, glaube ich, reingesteckt. Ich bin noch immer nicht ganz fertig. Ihr seht, die Tür ist noch nicht komplett. Alles, was darüber ist, ist auch noch nicht so ganz komplett. Ich werde mich direkt, wenn ich hier mit dem Pack-Opening fertig bin, mit dem Aufnehmen, Hochladen und so weiter, werde ich mich noch ein bisschen hinstellen, noch ein bisschen weiter basteln. Aber es wird wohl noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Schade, ich habe meinen Stand gar nicht kontrolliert. Wie viel Crafting-Material ich vorher hatte. Aber egal. Ich werde wieder auf über 10.000 kommen oder so. Boah, wie riesig sieht denn der Caustic, der Gibraltar-Skin neben Octane aus. Krass. Ah, das ist die Pose mit dem Octane-Bein. Das ist ja geil. Die hat man im Trailer zu Rampart gesehen. Fand ich eigentlich total geil, die Pose. You just be gone. Oh, ein Holospray für Revenant. Okay. So, keine Ahnung. Ich habe bis heute noch nie so ein Holospray benutzt. Noch nie. Obwohl, also dafür, dass es ein seltener Skin ist. Ah ja, gut. Das sieht von nahen ziemlich weit entfernt aus. Belassen wir mal dabei. Jetzt muss ich mal nebenbei noch das testen.
So ist ein angenehmeres Licht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich nach Ewigkeiten endlich mal das allererste Mal Erbstücksplitter ziehe. Habe ich bis heute noch nie gezogen. Ich habe zwar zwei Erbstücke, aber noch keine Erbstücksplitter gezogen. Es ist so richtig schön bescheiden. Natürlich wie in jedem Pack-Opening-Video gerne mal in die Kommentare. Schon Glück gehabt? Habt ihr schon ein Erbstück? Habt ihr euch vielleicht eins aus einem Event gekauft, wie zum Beispiel das letzte Event mit Caustic, mit dem Hammer? Habt ihr euch da vielleicht durchgepayt, damit ihr den Caustic Hammer bekommen habt? Ich habe das zum Beispiel bei Octane so gemacht, weil ich unbedingt das Heirloom von Octane haben wollte und das Lifeline-Erbstück. Das habe ich noch so gezogen, wo man nur Erbstücke ziehen konnte und nicht die Erbstücksplitter. Aber wie gesagt, mit Erbstücksplittern hatte ich noch kein Glück. Da ist doch was Legendäres. Lass es was für. Jawoll! Wie geil ist das denn? Ja, der gefällt mir. Den muss ich als Favorit nachher noch reinmachen. Der ist schick. Es gibt jetzt auch im Store, im ganz normalen PlayStation Store für 5 Euro für Horizon einen. Tatsächlich nur seltenen Skin. Den habe ich in irgendeinem Video als legendär betitelt. Keine Ahnung warum. Eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Der ist nur selten. Der sieht aber so geil aus. Für 5 Euro kriegst du den Skin und 600 Coins. Lohnt sich, finde ich. Also ich habe das nicht bereut. Der Skin sieht ultra stark aus. So, naja. Was Episches. Oh, wieder ein Holospray. Sehr edel. Das sieht schon irgendwie abgefahren aus. Ah, Call of Duty ist upgedatet. Schön. Apropos Call of Duty. Wer tagesaktuell noch zum Montag das Video sieht, am Dienstag, sprich morgen, gibt es einen Cold War Livestream von mir auf Twitch natürlich. Ich habe quasi seitdem die Vollversion draußen ist noch nicht einmal gezockt. Ich habe einfach keine Zeit. Oh, ein epischer Elster Skin. Oh, irgendwie finde ich diesen Matrix-Style sehr geil. Mach mal rein. Irgendwie, wenn man zu lange einen Skin von einer Waffe drauf hat, langweilen die Skins einen auch mal schnell. Es gibt so viele Skins, die kann ich schon nicht mehr sehen. Ich finde zum Beispiel diese speziellen, kam noch vor einem Jahr oder so raus, hier Lifeline und Bloodhound Edition oder noch länger her. Ich kann zum Beispiel den Bloodhound Skin, den kann ich überhaupt nicht mehr sehen. Ganz grauenhaft, auch von Octane. Die Skins sind alle so geil eigentlich, aber man kann es so nicht mehr sehen. Haben wir hier einen Waffenscharm? Mega spannend. Ups. Da kommt ein Follow rein. Interessant. Ich glaube, das ist das mit einer der wenigen Pack-Openings, wo ich echt wenig zu erzählen habe, weil ich, wie gesagt, fast nur Crafting-Metalle ziehe. Das ist schon heftig. Also ich finde, Respawn könnte sich langsam mal was einfallen lassen, mal wieder ein paar neue
Dins den ganzen Legenden hinzufügen, die nichts mit einem Event zu tun haben, sondern einfach in diese Gesamtliste mit reinpacken, dass man mal wieder was zieht aus den Packs, außer Crafting-Metalle. Ich meine, natürlich mit den Crafting-Metallen ist das Positive, du kannst dir eben einen Skin deiner Wahl zusammenbasteln. Aber ansonsten, so, jetzt kommt natürlich ein Holospray nach dem anderen, weil ich, ihr merkt es daran, dass ich diesen ganzen seltenen Stuff ziehe, weil ich schon, ich mich gar nicht wissen, 800, 900 Packs habe ich bestimmt schon geöffnet, würde ich behaupten. Wenn das reicht. Ich müsste ja nur mal auf YouTube schauen, wie viele Pack-Openings ich schon gemacht habe. Und man sieht ja auch immer schon im Thumbnail, wie viele Packs ich öffne. Ich habe, das höchste waren 150 in einem Video, glaube ich. War das letzte Video? Das letzte Pack-Opening-Video waren alleine, glaube ich, 150 Packs. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Das ist schon eine Weile her. Oh, die glitzert aber schön. Guckt euch an. Hat was. Schöne Zusammenstellung der Farben. Orange, Schwarz. Geile Kombi. Den muss ich auf jeden Fall in meine Favoritenliste mitsetzen. Das ist nicht schlecht. Boah, sieht nuttig aus. Bah, ist das eklig. Jetzt kommt das wie in Season 6, als ich am Anfang von Season 6, oh, da ist was Legendäres, als ich am Anfang von Season 6 gestartet bin. Okay. Der Kollege hat 2. Ich wusste gar nicht, dass die Legenden schon mindestens oder wenigstens manche 2 Holosprays haben, das war mir gar nicht bewusst. Im Season 6 Unboxing war es auch so, dass ich die ganze, oh, zweimal legendär hintereinander, dass ich fast die ganze Zeit nur Rampart-Stuff gezogen habe. Octane-Bummer. Sieht irgendwie nicht so geil aus. Echt langweilig. So, wir sind bei der Halbzeit. Aktuell gibt es übrigens kein Erbstück. Wenn ich jetzt die Splitter ziehen sollte, gibt es zurzeit kein Erbstück, was ich mir aussuchen würde. Wenn ich die jetzt ziehe, hebe ich sie mir auf. Ich hatte ja gehofft, dass Pathfinder wieder in eine Richtung gebufft wird, wo es erträglich ist, aber ich finde, es ist immer noch nicht geil mit den 30 Sekunden. Ich hätte nämlich sonst, Alter, was ist denn das jetzt für eine Droprate von legendären Sachen? P20 Skin. Oh, der sieht ja richtig schick aus. Leck mich fett. Den machen wir doch gleich mal rein. Der gefällt mir sehr gut. Ich hätte sonst gerne die Boxhandschuhe mir gezogen. Ich finde auch das Erbstück von Bloodhound extrem geil. Aber ich bin gerade so Horizon fixiert. Und es wird wahrscheinlich bestimmt mindestens anderthalb Jahre vergehen, bis eine neue Legende auch ein Erbstück bekommt. Könnte ich mir vorstellen. Nach dem Pack-Opening habe ich fast jeden seltenen und Standard-Skin von Horizon. Überall hast du auch was von Horizon. Das ist schon sehr aussagekräftig. Hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Ich habe mir vor 2-3 Tagen habe ich mir den Finisher von Horizon gecraftet. Ich glaube für 1200. Mit ihrem schwarzen Loch-Generator-Dings, der dann die Gegner in dieses schwarze Loch zieht, den finde ich ultra geil. Den hätte ich vielleicht mit Glück hier gezogen. Ah, das ist nochmal derselbe Skin, wie ich vorhin auf der Elster drauf gemacht habe. Dieser Matrix-Style.
glaube, das waren 20 Packs, viermal was Legendäres. Das ist schon eine Rate. Oh, ich könnte jedes Mal platzen, wenn ich es sehe, dass was Legendäres. Warum? Langweilig, wirklich extrem langweilig. Für so einen scheiß Hintergrund. Naja, was willst du machen? Ich habe einfach kein Glück mit diesem Erbstückzeugs. Noch nie gehabt. Ich habe schon so viele Stories gehört, dass Leute unter den ersten 50 Packs, die sie so gezogen haben, frei erspielt, schon ein Erbstück drin war, wo ich mir denke, warum ist das Glück nicht mal auf meiner Seite? Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Aber jetzt ganz flott unter die 20 Minuten zu kommen, sonst ist es ja wirklich ein bisschen lang. Naja. Jetzt nicht so besonders der Waffenschaden. Macht doch übrigens keinen Sinn mehr, mehr als zwei Pack-Openings in einer Season zu machen. Hatte ich nämlich mal überlegt. Oder eben immer gesplittet. Split 51er Pack Opening und Split 52er Pack Opening. Was haltet ihr von der Idee? Gerne mal in die Kommentare. Lieber ein XXL gleich am Anfang der Season, 100 Packs, oder lieber am Anfang 50 und mitten in der Season, in der neuen Season, nochmal 50. Klar, wenn man 100 Erster weg ist, weg, sage ich mir manchmal so. Oh, das hatte ich auch lange nicht. Das hatte ich sehr lange nicht. 600 Crafting Metall. Auch eigentlich total sinnlos, dass man sowas aus einem Pack zieht. Ich habe bestimmt noch genug legendäre Sachen, die ich nicht gezogen habe. Oh, Startmesser. Startmesser von, das dürfte von Bloodhound sein. Das hätte ich übrigens ursprünglich in der Animation gedacht, wenn er diesen Mast hackt, um die Zone anzuzeigen. Dass er dieses Gartenmesser da reinhaut. Finde ich ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht animiert ist. So, noch 6 Packs. 8 müssen stehen bleiben. Ich bin mit 108 gestartet, also höre ich mit 8 auf. Dann sind es genau 100. Das ist so geil, ey. Naja, naja. Ich würde es geil finden, wenn die vielleicht noch Coins mit einbeziehen. Man müsste auch Coins in den Packs ziehen können. Das wäre geil. So, Ladies and Gentlemen, die letzten 2 Packs. Ich habe wieder kein Glück mit Erbstücksplittern. Es kann einfach nicht wahr sein. Das Glück ist einfach nicht auf meiner Seite. Warum auch immer. Egal. Die 8 bleiben auf jeden Fall stehen. Okay, Ladies and Gentlemen. Moment. Diesmal möchte ich mal schauen. Wer ist denn hier? T-Bro ist bei mir in der Party. T-Bro, ich mache ein Pack-Opening. Keine Ahnung, wie er sich jetzt bei mir in meine Party verirrt hat. Oh Gott, ich habe jetzt schon einfach mal 15.535 Crafting-Metalle und legendäre Token immer noch. Fragen viele, warum man die legendären Token nicht mehr sieht. Einfach hier oben mit dem Cursor draufgehen und dann wird uns die ganze Geschichte angezeigt. Ladies and Gentlemen, ach so, Moment, hier, ich will es nochmal kurz zeigen. Hier, dieses Pack gibt es gerade für 5 Euro im Shop. Ich will es einfach mal der Vollständigkeit halber euch noch schnell zeigen. Meine Fresse, die Ladezeiten. Das sieht ultra geil aus, der Skin. Ist zumindest meine Meinung. Ladies and Gentlemen, das war es schon wieder mit meinem Pack-Opening. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr davon gehalten habt. Nehmt gerne an der Umfrage teil, ob ich ein 50er-Opening am Anfang der Season und mittendrin nochmal ein 50er lieber wäre. Das soll es von mir gewesen sein. Wie gesagt, ich kann euch hier so einen Aim-Controller nur ans Herz legen. Der ist wirklich sehr, sehr geil mit Casper. Code Casper10, spart da 60 Euro aktuell. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.